Blockblock der deutschen Fernsehunterhaltung. Vielen Dank. Highlife am Vorabend der deutschen Einheit. Vielen Dank. Wir wissen das zu würdigen hier in diesen wirtschaftlich nicht einfachen Tagen. Hier in unsere schönen Heimat. Morgen der Tag der deutschen Einheit. Ein großer Tag für uns alle. Das Brandenburger Tor wird wieder enthüllt. Sie wissen, 2 Jahre wurde renoviert. Und wir Deutschen, wir können auch stolz sein auf uns. Bei allem, was man uns vorzuwerfen hat, wir haben gelernt aus der Geschichte, oder? Wir haben nicht mehr dieses am deutschen Wesen soll die Welt genesen denken. Wir treten im Ausland bescheiden auf. Wir können auch zurückstecken. Denken Sie an die Bayern gestern Abend in der Champions League. Dann, Herrschaften, auch heute Abend hier aus Schleswig-Holstein? Doch nicht gefunden, ja. Falls Sie uns zu Hause auf den Höfen zwischen Blankenese und Eutin sehen, Glückwunsch, wir beneiden Sie. In Schleswig-Holstein gibt es jetzt ein tolles Schulprojekt für, ich glaube, 12- bis 14-Jährige, und zwar richtiger, verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol. Es werden Seminare angeboten, salopp formuliert unter dem Begriff Saufen lernen. Ja, aber es ist ein Workshop, die Gefahren des Alkohols, die durchaus möglichen Freuden durch Alkohol, aber der verantwortungsbewusste Umgang. Und das finde ich toll, dass man heute sagt, ein Workshop. Bei uns hieß früher Saufen lernen einfach Klassenfahrt. Wenn Sie sich in Schleswig-Holstein anmelden wollen, in Kiel und in Neumünster gibt es die Formulare, und zwar auf dem Heiner-Lauterbach-Gymnasium und auf der Klaus-Löwitsch-Gesamtschule. Ja, so verändert sich die Zeit, oder? Was habe ich noch gelernt? Früher hieß es Bier auf Wein, das lass sein. Heute heißt es Saufe oder Kiffe nie, gleichzeitig mit Ecstasy. Ein Mann, der zu diesem Thema aber absolut nichts zu sagen hat, Helmut Zerlett und Ben. Heute Abend haben wir eine wunderbare Schauspielerin zu Gast und eine schöne Frau. Oh, also ich meine, es ist dieselbe Person. Ja? Nicht, dass Sie zu Hause meinen, wir haben 2 Gäste. Nein, eine schöne Frau, die beruflich wunderbare Schauspielerin ist. Und sie ist wirklich eine schöne Frau. Sehr. Normalerweise sagt man immer attraktiv oder hübsch oder so. Eine schöne Frau, Mutter geworden vor 2,5 Monaten, aber dreht trotzdem schon wieder einen Film nach dem anderen. Heute Abend bei uns Christiane Paul. Unser Liebling des Monats, Olli Kahn, gestern gewählt. Es ist der Herr, der steht, falls sich sonst nicht für Fußball interessieren. Ja? Olli, die beiden gestern waren unhaltbar. Ich habe das zweite nicht gesehen, aber bestimmt waren die unhaltbar. Die waren absolut unhaltbar. Da gibt es überall. Er spielt ja ohne Abwehr. Das ist ja diese neue Strategie. Die Abwehr wurde rausrotiert. Und das war absolut. Danke, Sven. Wir können stolz sein auf Deutschland, wir sagen das immer wieder. Warum? Zum Beispiel, weil wir Pressefreiheit haben. Ja? Jede Zeitung bei uns kann zum Beispiel als Titelfoto draufbringen, was sie will. Klar. Solange sie natürlich niemanden beleidigt, verletzt, aber auch da gibt es, wenn es in den Bereich der Satire geht, ziemlich weit gesteckte Grenzen. Ich spreche aus Erfahrung. Deswegen, meine Damen und Herren, haben wir uns gefreut, dass der neue Stern Titel Der heimliche Kanzler die grün-rote Republik, Doppelpunkt, wie Joschka Fischer regieren will. Das ist der neue Stern mit diesem Titelbild. Eine markante Persönlichkeit, unser Kanzler. Und für alle, die sagen, irgendwo kenne ich das doch. Stimmt, vor 2 Wochen das Süddeutsche Zeitungsmagazin hier bei uns gezeigt mit diesem Titelbild. Der aktuelle Stern, das Titelbild von damals. Was bedeutet das? Ist das gleiche Foto. Ist das gleiche Foto. Das heißt, der Außenminister hat wahrscheinlich nur einmal im halben Jahr einem Fototermin zugestimmt. Klar. Als er hier bei uns war, hat er gesagt, 10 Minuten Zeit. Ja. Ja. Und das wurde gemacht. Und dann hieß es wahrscheinlich für den Stern, Titelgeschichte, können wir nochmal ein neues Foto? Lass den Quatsch. Kommt überhaupt nicht in Frage, bin ich kein Model. Dann hat der Stern gesagt, entweder die Titelgeschichte, ja, oder wenn wir aufs Foto bestehen, müssen wir die kippen.
Also haben Sie dieses Foto gekauft. Schön für uns, weil ich finde, es ist ein tolles Foto. Absolut. Und man sieht es gern alle 14 Tage. Ja, natürlich. Ja. Und das Publikum hat nicht gelacht, als sie es gezeigt haben. Ja, warum auch? Zu Recht. Ja, eben. Ja, ich hätte denken können, sie lachen, weil auf dem Stern heute das gleiche wie auf dem Süddeutschen Magazin vor 14 Tagen. Nein, denn, das sage ich immer wieder, nicht alles, was Sie hier machen, ist zwingend lustig. Nein. Ja? Ist zwingend lustig in etwa die Übersetzung für das Amerikanische, not necessarily funny. Ganz genau. Ja. Es ist nicht zwingend lustig. Es sind Dinge, die einen gewissen Humor auf einer zweiten oder dritten Ebene entwickeln können. 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 Oder es sind teilweise Sachen, die erst durch die Zutaten, die wir später hinzufügen, den Bereich des humoristischen streifen sollten. Aber nicht alles ist zwingend lustig. Deswegen, diesen beiden Fotos sind zunächst mal einfach nur zweimal dasselbe Foto auf verschiedenen Zeitungen innerhalb von 14 Tagen. Ja. Kein Grund auszurasten, nein, sich wegzuschmeißen oder sonst irgendwas. Unser Publikum hat fabelhaft reagiert. Schon wieder etwas, worauf wir stolz sein können. Danke. Nicht alles ist zwingend lustig. Gerade mal einmal gucken schnell, wie das im Original heißt. It's not necessarily funny, we add the comedy later. So heißt es im Late Night Grundgesetz. It's not necessarily funny, we add the comedy later. Paul, Manuel. Paul sitzt da. Welches Bier trinkst du heute? Vielleicht sollten wir noch mal den Zuschauern sagen, warum du überhaupt jeden Abend Bier trinkst. Mein Gefühl ist, ja, wir haben es lange nicht mehr erklärt. Okay, und ein eisernes Late-Night-Gesetz ist, ja, dass Dinge immer wieder erklärt werden, weil natürlich viele von Ihnen nur hin und wieder mal reinschauen. Klar. Ja, oder viele sagen auch, mir gefällt die Show gut, aber wenn Sie kommen, schalte ich ab. Hör ich oft. Ich höre es oft. Muss man sagen, das ist ja toll, was Sie da machen. Wie ist das immer von Mittwoch bis Samstag? Nee, von Dienstag. Also ja, ja, ich sehe nicht so oft, aber mir gefällt vor allem der erste Teil. Aber wenn Sie dann kommen, schalte ich ab. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Denn vielleicht möchte nicht jeder zum Beispiel einfach zwei Zeitschriften sehen, an denen innerhalb von 14 Tagen dasselbe Titelbild drauf ist. Ja? Viele, die zum ersten Mal reinschauen, wundern sich auch, was macht das Mikro da? Da wissen wieder unser Stammfans, ja, nachher kann eine Dame aus dem Publikum oder ein Herr 100 Euro pro richtiger Frage gewinnen bei einem sensationellen, noch nie dagewesenen Germany's Fastest Rolling Quiz Sensation. Ganz neu. noch nie dagewesenen Superquiz. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Herr Antrag trinkt seit 1. Januar, und bald ist das Jahr schon wieder rum, jeden Tag ein anderes Bier, um unsere leicht schwächelnde Bierindustrie zu stützen. Ich glaube, nur noch 120 Liter Bier werden im Schnitt pro Person in Deutschland pro Jahr getrunken. Ja, die habe ich ja langsam. Ja. Die hast du langsam, ja. Gut, du trinkst ja auch nachher zu Hause weiter, also an dir kann es nicht liegen. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute zum Tag der Deutschen Einheit ein Zaunbier auf gute Nachbarschaft. Und der Untertitel ist auch toll auf dem Etikett. Auf gute Nachbarschaft. Ja, ganz klar. Ja. Ja, genau. Auf gute Nachbarschaft. Der Tag der Deutschen Einheit. Wie lange ist das jetzt her mit der Mauer? 13 Jahre? 89 war das. Ja, also dann, ja. Also die Mauer stand natürlich noch länger, aber da, der 9. November 89. Ja, aber dass die Mauer sozusagen, in unseren Köpfen stand sie noch länger, aber ja, dass die Mauer... Ja, wie soll man das sagen? In den Köpfen war sie noch, sie stand auch noch da, aber trotzdem konnte man schon damals rüberfahren und also der große Tag war der 9. November 89. Ja. Also 13 Jahre jetzt her. Ganz genau. Ja, und die haben uns gesagt, wir feiern das, indem wir den historischen Bezug herstellen. Unbestritten, und wir würdigen das einmal pro Woche, unser verehrter Altkanzler Dr. Helmut Kohl hat damals die Einheit für uns erreicht. Ja. Ich werde nie vergessen, diese Geschichte, wie er erzählt hat. Und ich möchte, mein historischer Ehrgeiz ist, diese Geschichte noch öfter zu erzählen im Fernsehen, als er sie selber erzählt hat. Wissen Sie, ich stand damals mit dem Papst im Brandenburger Tor. Nun sagte der polnische Papst zu mir. Das ist keine Diskriminierung. Er ist ja Pole. Ja. Er ist zwar katholisch hauptsächlich, aber ein polnischer Katholik. Ja. Da sagte der polnische Papst zu dir, wissen Sie, wie... Und das finde ich toll, dass der Papst sprach wie er. Ja? Wissen Sie.
Ich als Pole hätte nie gedacht, dass ich mal hier mit dem deutschen Bundeskanzler unter dem Brandenburger Tor stehe. Das ist der, da kommen wir her, ja, ganz historisch. Klar. Dr. Kohl, der Kanzler der Einheit. Aber der und der Kanzler, der Deutschland in einem integrierten Europa der Freunde auf den Weg gebracht hat. Zusammen mit François Mitterrand. Das ist übrigens die korrekte Aussprache des Namens. Ja? François Mitterrand. Und jetzt haben wir Kanzler Dr. Schröder, der uns in einem vereinten Europa in eine große Weltgemeinschaft führt. So ist es. Und wie stellt man diesen Bezug grandios her? Dazu gehört natürlich das Brandenburger Tor als Symbol der deutschen Einheit. Es gehört aber auch Musik dazu. Und wir haben uns gesagt, Musik des Altkanzlers, das wäre Franz Lambert auf einer Orgel gewesen. Ja? Die Musik des neuen Kanzlers ist moderner, zeitgemäßer. Scorpions. Und der Hit, der die Mauer letzten Endes zum Einsturz gebracht hat, diese musikalische Nummer, wo die DDR-Spitze gesagt hat, wir geben auf. Ja? Es reicht aber bitte diesen Song nicht mehr. Das war Winds of Change. Klar. Von The Scorpions. Ja. Aus the Heart of Rock'n'Roll Hannover. Und deswegen, meine Damen und Herren, Folgendes. Eine europäische Mitarbeiterin aus dem Süden Europas, Susanna, wird in alter germanischer Sitte einen Tanz aufführen. Dazu eine Korsion. Herr Andrak, ja, wird Winds of Change pfeifen. Ja. Und dazu tanzt Susanna unter dem Brandenburger Tor Limbo. Ja. Und zu zeigen, was wirklich. Um zu zeigen, Limbo, Deutschland grüßt die Welt. Ganz die Freunde der Welt. Nicht irgendwie eine dumpfe Marschmusik oder so, sondern Limbo to Winds of Change. Ihr seid soweit, zieh vielleicht die Schuhe aus. Ja. Ja, denn vielen hat es ja auch damals die Schuhe ausgezogen. Vor Begeisterung. Ja. Du bist soweit? Funktioniert das Mikro? Test, ja, ja, ja. Wir brauchen noch so eine feierliche Einblendung und Licht. Ne? Wir brauchen schon ein bisschen festliche Stimmung. Ja. Ja. Haben wir das in unserem Lichtcomputer mit Sicherheit vorbereitet? Ich habe das übrigens noch nie in meinem Leben gemacht. Ne? Das ist das Tolle. Susanna hat noch nie in ihrem Leben Limbo getanzt, eine Premiere. Aber ja, man konnte auch die deutsche Einheit nicht proben. Ja, eben. Insofern schließt sich hier der Kreis. Winds of Change, gepfiffen von Herrn Andrak. Limbo unter dem Brandenburger Tor. Susanna, bitte. Okay, ich mach's nochmal. So, ne? Ja. Ich pack's. Ein tiefer. Noch tiefer? Dass wir das ein bisschen tiefer setzen. Wie tiefer? Stopp mal bitte. Können wir das ein bisschen tiefer setzen? Ein bisschen tiefer setzen, damit es sieht jetzt sehr elegant aus, aber doch noch wenig nach Limbo. Ich glaube, das Merkmal des Limbos ist, dass man sich sehr weit zurückbeugt und dass es doch tiefer ist. Würde es dir helfen, wenn wir Feuer unter... Mach mal. Ja, so ist es immer in meinem Club, in der Domrep. Fährst du eigentlich im Winter wieder? Du könntest am Freitag mal deine Reise buchen in die Domrep. In die Dominika, in den Club, wenn es den Club noch gibt. Ach ja, klar, den finden wir. Ja? Mhm. Das könnte ich am Freitag buchen. Ja. Morgen ist ja keine Sendung, morgen wird gefeiert. Ich selber werde als Fahnenmast gebraucht. in Berlin im Sat.1 Hauptquartier. Am Freitag könnte ich meine Reise in die Domrep buchen. Ja. Ja. Wieder, wenn es den Club noch gibt. Habt ihr es ein bisschen tiefer gestellt? Haben Sie, ja. Ja, dann probierst du noch mal bitte. Mit aufstützen. Ist das so jetzt schwer? Mach du es mal. Versuch es. Das geht nicht.
aber das ist ja. Hör doch auf mit dem Gepfeife! Warte mal, ich guck mal, ob ich es reparieren kann. Das ist ja schwieriger, als ich dachte. Wirklich? Ja. Ja, vor allem, wenn man es nicht trainiert hat. Kriegen wir das wieder geklebt? Ja, klar. Sonst stellen wir halt einfach einen Golf oben drauf. Das passt irgendwie auch besser zum neuen Deutschland, ja, als jetzt zu diesem modernen Deutschland. Aber du hast das toll gepfiffen. Ich habe es auch mal probiert. Und es, weißt du, wo ich dauernd reingekommen bin? Nee. Eternal Flame. Echt? Ja. Und wie geht Winds of Change? Nee. Nee, siehst du? Meine Damen und Herren, können Sie hier im Studio schon mal überlegen, wer traut sich zu? Ein großes, neues, sensationelles Quiz. Deutschlands schnellste rollende Quiz-Sensation. Das klingt irgendwie holprig in der Übersetzung. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Ja, absolut. Ja. Wer weiß alles über Manuel Andrack und Helmut Zerlett? Pro richtiger Frage gibt es wieder traditionelle 100 Euro. Wer möchte sich für den Brückentag zur deutschen Einheit noch was verdienen? Mhm. Ja, wir nehmen den Herrn da vorne im gelben Hemd in Reihe 1. Ja? Ja. Herzlich willkommen. Wie heißen Sie? Klaus Stiller. Nehmen Sie Platz, Klaus. Klaus, wo kommen Sie her? Aus Lippe. Lippe, im Lipperland? Ja. Ja. Ist das die Hauptstadt des Lipperlandes? Noch nicht. Noch nicht. Was ist die Hauptstadt Lippstadt? Nö, sagen wir mal Detmold. Ist da nicht eine berühmte Musikhochschule? Ja. Ja. Haben Sie damit zu tun? Nein. Nein. Was machen Sie beruflich? Ich bin Buchhalter. Das ist ein sehr guter Job. Ja. Ja. Wir haben viel Geld verloren, bis wir einen guten gefunden haben. Oder? Ja? Ja. Senk mal an die Reste, die wir hatten. Puh. In welcher Branche arbeiten Sie auch? Medien? Nee, das ist Druckindustrie, Zulieferer für Druckindustrie. Aha. Ist das eine Branche, in der es boomt, oder sind Sie auch von diesem wirtschaftlichen Niedergang, der uns alle ins Elend reißen wird, betroffen? Ja, wir sind natürlich abhängig von den Verbrauchern. Ja. Und, aber es ist der, na sagen wir mal, es geht wieder aufwärts. Es geht aufwärts. Das heißt aber, es ging abwärts bis dahin. Ja. Ja. Wie kann ich diese Druckindustrie schützen, indem ich Zeitungen kaufe? Unter anderem ist es aber auch viel Verpackungsindustrie dabei, ja. Tapeten, das gehört alles zur Druckindustrie. Also öfter mal tapezieren? Ja. Ja. Aber natürlich nicht selber, um den Mittelstand zu schädigen, sondern den Maler auf Rechnung und Mehrwertsteuer engagieren. Sind Sie die Sendung häufig, Klaus? Öfter, ja. Ja. Nicht zu spät für Sie? Nein. Nein. Kennen Sie Herrn Zerlett und Herrn Andrack gut genug für so ein Quiz? Wollen Sie hoffen. Das hier ist das Geld. 100 Euro pro richtiger Frage. Maskottchen oder so haben Sie nicht dabei? Nein. Nö. Ja. Erste Frage. Sie sehen ein Foto, Klaus. Hier. Ein Säugling. Mhm. Ja? Wen sehen wir hier? Achso, Entschuldigung, stopp mal bitte zurück. Siehst du wieder einen Fehler, weil ich mich wieder nicht konzentriert habe? Können wir das Foto nochmal weg? Ich habe ja völlig vergessen, meine Damen und Herren. Jetzt ist es soweit. Klaus ist unser erster Kandidat. Jetzt kommt das hier. Das ganz schön knifflige, total ausgefuchste, hammerschwere, echt kaum zu lösende Helmut oder Manuel Quiz. Willkommen zu unserem Helmut oder Manuel Quiz. Ja, das ist, weil ich wieder nicht konzentriert bin, weil ich im Kopf schon in der deutschen Einheit bin. Ja, klar. Klaus,
Sie sehen jetzt ein Babyfoto. Es handelt sich dabei um einen Säugling. Wen sehen wir hier? Helmut oder Manuel? Ich vermute Manuel. Können wir es nochmal sehen, bitte? Glauben Sie, eine Ähnlichkeit zu heute zu erkennen? Nö, ist meistens nie der Fall, aber einfach so aus dem Bauch heraus. Aus dem Bauch heraus, rein emotional. Sie sagen Manuel. Mhm. Sie sind sich sicher? Ja. Nein, doch. Leider falsch, es war Helmut. Helmut, natürlich. Denn es ist ja das Helmut- oder Manuel-Quiz. Ja? Schade. Aber kommt er. Kommt noch. Thema Comic, das man als Kind gerne liest. Haben Sie Comics gelesen als Kind? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mein Lieblings war Bessie. Kennen Sie das noch? Nein. Bessie mit Andy und Ronny. Heute würde man sagen, wahrscheinlich leicht homoerotische Tendenzen bei den beiden. Ja. Ritten so die ganze Zeit. Ronny hatte immer so eine Fellmütze mit zwei so Ohren auf. Und das war so Lassie für Deutsche irgendwie. Und das, ich wollte immer so eine Mütze haben, aber die gab es natürlich nichts. Bessie war mein Lieblings. Mhm. Ja. Sie sehen ein Comicheft aus der guten alten Zeit eingeblendet. Yps. Ich muss sagen, ich kannte es nicht. Ich kannte es nicht, nein. Kannten Sie das? Ist mir bekannt, ja. Haben Sie auch gelesen? Ja, kurzzeitig. Worum geht's da in Yps? Also in mehrere Kurzgeschichten, da war meistens immer was zum Basteln dabei. Ja, ja. So zum Rausnehmen und Basteln. Ja. Ja. Wer las, Frage 2, als Kind gerne Yps? Helmut oder Manuel? Ich tippe wieder auf Manuel. Richtig, es war Manuel. Was, du warst Yps-Fan? Ja, von Ausgabe 1 an habe ich immer Yps gelesen und das, ich habe so Urzeitkrebse gezüchtet, die waren riesengroß. Was hat das damit zu tun, Urzeitkrebse? Ja, die waren das Gimmick in Nummer 25, im Yps Nummer 25. Ach so. Die Gimmick, heute ist es ja in Mickey Mouse, in jedem Kinder- und Jugendheft ist ja immer sowas zum Basteln, Schmuck dabei, aber damals war Yps die Sensation, war immer der Gimmick. Ah. Agentenuhren, Uhrzeitkrebs, alles Mögliche. Kanntest du das, Helmut? Ja. Du hast auch gelesen? Ja, nee, da war ich schon zu alt. Ja, man darf nie vergessen, das, Helmut und ich sind ja älter als Manuel. Ja. Hm. Da habe ich schon Superman gelesen oder so. Ja, ich habe schon Jerry Cotton gelesen. Naja, weißt du eigentlich, wie die Melodie geht? Wie bitte? Von Jerry Cotton. Das ist mir letztens wieder eingefallen. Die Melodie von Jerry Cotton? Kannst du sie pfeifen? Nee, das ist was anderes. Was anderes. Von Jerry Cotton geht es so. Und so weiter. Ist mir letztens eingefallen. Ja, stimmt. Hast mich ja mal gefragt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja. So, George Nader. George Nader. Das war dann, ja, George Nader, das war dann ein bisschen so 60er oder 70er Jahre mäßig angejatzt, ja? Ja, 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 so. Auch immer mit so Chorstimmen hin. Ha, ha! Noch so im Hintergrund, war damals so. Wie geht es nochmal? Nochmal. Oh, krieg keine Luft mehr. Ja. Da hab ich gerade so ein bisschen verschluckt. War damals, Jerry. Man muss die Atemtechnik beherrschen. Ja. Also Manuel kann das irgendwie. Manuel hat toll gepfiffen. Ja. Wunderbar. Jetzt kommt Urlaubsorte der Kindheit. Wir sehen ein Foto mit einer Annonce. Das hier ist zunächst mal der Strandboulevard des Ostseebads Dahme. Wo ist denn Dahme? Ach, ihr dürft nicht fragen, dann weiß man, wer es ist. Aber es war damals auf jeden Fall noch in BAD. Denn in der Zeit gab es ja leider noch DDR. Konnte man nicht hinreisen, ja? Und eine Annonce für ein Haus dort. Haus Käthe Warnke. Wer fuhr mit den Eltern immer ins Ostseebad Dahme, ins Haus Käthe Warnke? Darf ich die Annonce nochmal sehen? Die Annonce bitte nochmal. Regie, wenn das möglich ist. Ich tippe diesmal auf Helmut. Helmut? Leider falsch. Leider falsch. Es war Manuel. War das ein Ferienhaus? Das war, nein, das war ein Privathaus mit unterm Dach konnte man dann wohnen und hat dann mit Frau Warnke gefrühstückt. Oh, das ist aber toll. Da
Das musste man. Na, ja, sie hat das Frühstück auch hingestellt. Also wenn sie schon aus dem Haus war, hat man auch alleine gefrühstückt. Boah, ist aber nicht so. Ich finde es immer nett, wenn sich Leute dazusetzen. Ja. Ja, damit man nicht so alleine ist. Ja, eben. Und ihr Sohn hat Eis verkauft in Dahme. Ah, ja. Wie oft wart ihr da im Haus, Warnke? 2 oder 3 Jahre. Ja, das ist wenig. Wir waren 17 Mal in Travemünde und 42 Mal in der Schweiz. Ja, Moment. Bitte? In Dahme waren wir auch 16 Mal am Stück, aber im Haus Warnke waren wir nicht so lange. Ah, so. Gab es Gründe? Streit mit der Vermieterin oder so? Nein. Nein. Danach kamen dann so die Ferienwohnungen auf. Dann sind Ja, aber man blieb dem Urlaubsort damals absolut treu. Absolut. Das war bei uns genauso. 17 Mal Travemünde, 42 Mal Schweiz. So, die erste Schallplatte. Wir sehen ein Cover von Black Sabbath. Wessen erste Platte war das Debütalbum von Black Sabbath? Wissen wir nicht an Manuel. Das könnte stimmen, aber es war leider Helmut. Klaus. Tja, Helmut, selbst gekauft oder geschenkt gekriegt? Ich glaube, ich habe die gekauft. Man hat zwar damals auch viel geklaut, aber Was war der berühmteste Hit auf der ersten Platte von Black Sabbath? Paranoid. Wie geht der? Könnt ihr doch spielen. Könnt ihr das machen. Ah. Aber war gar nicht Paranoid, oder? Ja? Aber ich meine, Black Sabbath war das. Weißt du, warum mir das so gefällt, dieses Spiel? Weil es mich zum Beispiel früher an Nürtingen erinnert, als ich mich mit Kumpels getroffen habe. Samstagmittag. Ja. Da war die Atmo ähnlich. Ja. Keine Weiber da. Ja. Und man saß so rum und wusste nicht, was man machen soll. Was machen wir jetzt? Geh mal raus. Was machen wir da? Was jetzt? Harald? Hä? Ich habe einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht? Ja, Paranoid war das zweite Album. Wie, das war falsch, was Axel gespielt hat? Nee, das, was ich gesagt habe. Was Axel gespielt hat, war Paranoid. Aha. Aber Paranoid war nicht auf dem ersten Album. Was war denn das erste Album? Oh, ja, die Titel fallen mir jetzt auch nicht mehr ein. Aber ja, so war das damals in Nürtingen. Hol mal dein Black. War das erste Stück? Das war das erste Stück, aber du weißt nicht mehr, wie es hieß. Aber irgendwas mit Gruft oder mit Friedhof. Ja, so klingt das auch. Genauso war das damals in Nürtingen. Ja? Spiel mal Black Sabbath. Bing, 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 bing. Ja, weiß nicht, hol mal was zum Trinken. Was machen wir jetzt? Gehen wir nach Hause? Keine Lust. Haben Sie Ihre Jugend in Lippe verbracht? Ja. Das stellt mir noch härter vor, oder? Nee, wir haben die Schotten ja wegen. Ja. Sind Sie verheiratet? Nein. Haben auch keine Kinder? Nein. Aber Kinderzeichnung könnte trotzdem etwas sein, was Sie begeistert. Schauen wir mal. Ja. Sagen Sie mir es, wenn Sie es enttäuscht, dann nehme ich es raus. Thema Kinderzeichnung, können wir mal eine Kinderzeichnung sehen, bitte. Wer malte dieses Bild? Manuel oder Helmut? Schwer zu sagen. Lass mich ruhig Zeit. Es ist nicht einfach. Aber ich habe es geraten in der Probe und ich lag richtig. Es gibt ein Indiz. Denken Sie mal daran, dass die großen Genies der Malerwelt sich in gewisser Weise immer selbst in dieses Bild mit reingebracht haben. Das lässt auf Manuel schließen. Manuel, und es war Manuel! Wie alt warst du da? So 4, 5 Jahre alt. Ja. Und wer war das? Du? Ich glaube eher, ich habe da Pippi Langstrumpf gemalt. Und noch mit ihrem Vater? Ja, nee, der Vater ist ja Pirat. Wie heißt der Vater von Pippi Langstrumpf? Wie heißt, jetzt machen wir Sonderquiz. Ich frage mal Klaus aus Lippe. Wie heißt das Pferd von Pippi Langstrumpf? Und nicht vorsagen. Ich könnte nur sagen, dass Takatuka-Land da vorkommt, aber das Pferd, Rosinand, nee. Nein, das ist Don Quixote. Wie heißt das Pferd? Nee. Großer Onkel. Kleiner Onkel. Kleiner Onkel. Kleiner Onkel. Okay.
Wie heißt der? Was? Der große Onkel ist doch was anderes. Ja, man geht über den großen Onkel. Ist das nicht ein anderer Begriff für einen Geschlechtsteil? Nicht in Lippe. Ja, ich glaube im Haus Käthe, ja. Ja, zeig das mal. Sag doch mal. Wenn ich mich richtig erinnere, ist über den großen Onkel gehen so. Ja? Nur mit einem Fuß. Ja, wo man in Bayern sagt, lieber Madel von auswärts, als was einwärts geht. Das ist so über den großen Onkel gehen. Ach so. Aber das kannte ich nicht. So. Ah, jetzt weiß ich auch, wie der Vater hieß. Wie? Ephraim. Ach was? Ephraims Tochter Langstrumpf heißt es am Ende. Ach genau, Pippi Lotta. Wie hieß der Affe? Auch keine Ahnung. Wie? Herr Nilsson. Herr Nilsson. Aber ich sage jetzt nichts mehr, weil das mit diesem großen Onkel war so peinlich. So, jetzt kommt es zur Rubrik. Das ist jetzt schon die Jetztzeit. Ungewöhnliche Gegenstände im Garten. Ja? Schauen Sie hier. Ein schöner Strandkorb. Bei wem steht heute dieser Strandkorb im Garten? Bei Manuel oder bei Helmut? Wenn es in der Sendung gesagt wurde, habe ich die leider auch verpasst. Ich tippe mal auf Helmut. Begründung? 50%. Falsch kann ich nicht. Ja, ja. Kann nur falsch liegen. Die Antwort ist richtig, Helmut! Danke sehr. Bitte schön. Ein Strandkorb. Original Strandkorb. Aus Sylt. Der jetzt kommt aus Sylt, ja. Da gekauft? Da gekauft und dann wurde der dann geschickt. Ja. Und wir waren gerade mitten im Hausbau. Ja. Und dann haben mir ein paar Handwerker geholfen, den reintragen. Daraufhin habe ich denen ein paar Flaschen Bier spendiert. Ja. Und dann haben die an dem Tag nichts mehr gearbeitet und die Flaschen konnten nachher alle wieder aufsammeln. Tja. Das war eine Lehre. Ja. Aber es war natürlich schön, es war das erste Möbelstück im Haus. Und hat man denn bei unseren klimatischen Verhältnissen häufig Gelegenheit, in Köln in einen Strandkorb zu sitzen? Ja. Es geht so. Aber es ist auch schön zum Anschauen. Das ist gemütlich manchmal, so im Schatten dann zu sitzen. So. Ja. Klaus, vielen Dank. Es war ja doch sehr erfolgreich. Ja? Ja. 4 von 6 möglichen Punkten. Vielen Dank fürs Mitspielen. Gerne. Ein schönes Wochenende und bleiben Sie unserer Sendung gewogen. Ja, kommen Sie gut zurück. Ja? Danke. Klaus, auch sehr bedankt. Hey, Klaus.